Bro TV. Hallo, 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 hallo. Ich bin der Yoshi. Man kennt mich vielleicht und ich bin jetzt wieder da. Und Björn hat den Taktstock gefunden. Was hat er alles geschafft? Wir waren zuerst auf Port Money und jetzt sind wir wo? Gibt es irgendwo eine Karte? Nee. Hä? Wo kann man sich die Karte reinpfeifen? Whatever. Also. Taktstock, was muss man dann machen? Ah ja, 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 ja. I remember. Wir müssen uns irgendein Lied holen. Das finden wir hier und da gehen wir mal hin. Right, ansehen. Oben, links, rechts. Okay. Jetzt mal Taktstock ausrüsten. Wo ist er denn? Zack, zack, zack. Oben, links. Verhauen. Oben, verhauen. Nochmal. Dum, dum, dum. Okay. Was? Das hat nicht geklappt. Muss ich das nicht machen? Achso, ich muss näher ran. Dann klappt das. Ah, oh Gott. Näher rangehen. Ja, ja, gut zu wissen. Oben links, rechts machen wir natürlich. Oben links und rechts. Natürlich machen wir das so und gehen jetzt natürlich weiter. Weil wir sind die besten Speedrunner der Welt. In Ramos und Tour wird einfach sowas von vernichten. Also los geht's. Und wir kontrollieren den Wind nur, weil wir ein bisschen mit unserem Stock rumgefuchtelt haben. Oh yeah. Yeah, wirklich ein mustergültiges Bla. Und da ist ein Frosch auf einer Wolke, Mann. Son Goku ist angekommen. Ja, gestattet, Sephos, bist du bla, Meister Windes, bla, 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 bla. Von den ersten Mal zeigst du aber schon beachtliche Windverständnisse, Junge, du gefällst mir. Das Lied, das du selber erlernt hast, ermöglicht es dir, die Richtung des Windes nach Lust und Laune zu wenden. Das ist natürlich gut, weil man da besser segeln kann, ne? Oh, ist so, halt, ne? Beschämenderweise verlor mein Bruder Zyklus die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Daher lässt er auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben und bringt Leute in Gefahr. Solltest du auf See, also auf einen Wirbelsturm treffen, dann bring meinen Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Wow, Star Wars, alles aus. Jetzt geht's ab mit unserem Laser Schwert. Und wir move jetzt back to die Jungs mit den, how was them called? Die Drängrußleute, die Vögel da. Hier hoch, yo, 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 und dann... I can't remember anymore. I'm so retarded. How I get up there? Ah, I do remember. Ich meine, natürlich müssen wir diese komischen Pflanzen hier benutzen. Die benutzen wir dann, um halt hier bam bam zu machen. Hätte man natürlich vorher wissen sollen, bevor man hier eine halbe Ewigkeit braucht. Dum, dum. Natürlich auch bevor man floppt. Oh mein Gott! Die Steuerung ist ja voll für den Arsch. Aber ist gar kein Problem. Ich nehme einfach den Bombe hier. Und den Bombe, den werfe ich dann hier hoch. Oh, Porn. So gut. Ich bin so pro. Niemand ist so pro wie ich. No one kann dich messen mit mir. There's no one. No one in this world. Oh, so gut. Ich habe mich zwar selber gehurtet, aber dafür haben wir die gelben Rubinkristalle. Ich glaube, die gibt es nur im Wind Waker. Und jetzt können wir halt wieder die fette Anpress-Action machen, wie man sie gewohnt ist, von der Bastion. Ich bin natürlich der beste Speedrunner der Welt, deshalb sind wir unglaublich schnell und das Team Mudkips, Cosmo hat bereits verkackt. Und wir moven jetzt immer weiter hier. Gar nicht so spannend, auf was ich mache. Ich habe auch ein bisschen gefailt mit der Bombe. Und hier müssen wir auch schauen, dass wir die Bombe hier legen. Okay, Flop Nummer 2. Bombe. Finally. Okay, ich muss wahrscheinlich stehen bleiben. Dann werfe ich sie nicht. Ablegen. Achso, so geht das. Mit R. Nicht A wie in Ocarina of Time. Muss ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Ich glaube, Benjo hat die größten Probleme mit der Steuerung, weil er eher Ocarina of Time spielt. Aber er ist der größte Zelda-Fanatiker von uns allen. A. Sei mir gegrüßt, A. Du bist also wohlauf. Aber sag mir, wie hast du es nur geschafft, hier heraufzukommen, so ganz ohne Flügel? Und was ist aus deiner Schwester geworden? Verstehe. Aber mach dir keine Sorgen, es geht dir bestimmt gut.
Ah, was hältst du davon, wenn du dich unserem Stammführer vorstellst? Ich habe von allen seiner Tragödie erzählt und sie haben sich besorgt und bla bla. Ich bin sicher, unser Stammführer wird mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Ja, am besten, ich gehe schon mal voraus und setze alle Kenntnis. Komm einfach nachher. Also dann, ich erwarte dich. Alles klar. Wir moven dann aus in Richtung dieses Vulkanoberges, wo wir die ganzen geilen Wolken sehen. Also auf geht's, we rollin', keep rolling, bitches. Okay, moving on. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier machen soll. Aber, das geile Volk ist hier am Start. Ich watch mal die Time, solange, Cutscene ist. Oh, voll wenig Zeit gewastet. Oh mein Gott, I'm so proud. Oh, du musst Asa, Lasho hat dir mal alles erzählt. Du hast mein falsches Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende, taubende Drache auf den Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Luft und die tägliche Brot des Vögelbla. Was hast du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom größten Waldo einen so großen Drachenschuppen bekommen. Sobald wir das Erwachsenenalter erreichen, diese ermöglichen uns dann die Flügel zu wechseln. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Waldo ganz außer sich verwirrt und man weiß gar nicht mehr, warum er so in sein Rage ist. Dies hat zur Folge, dass die fliegenden Kinder dieses Jahr nicht auf Drachenberg zum größten Waldo gehen können und ihr Drachenschippen verlieren. Somit werden ihnen kleine Flügel wachsen und sie können nicht gewissen die Schienen machen. Und als Stammführer Arnie ist es daher im Rand meiner dringendste Pflicht, dass wir dir dieses Volk beschützen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider wahrscheinlich müssen, bis du diese Angelegenheit erledigt ist. Oh, werte Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, inzwischen Zeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori zu bitten. Wie ihr selbst sehen könnt, steht ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Oh, du magst recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls ein flugender Alke und muss sich unbedingt um seine Schuppe kümmern. Doch leider ist er so ängstlich wegen dem Zwischenfall mit Walu und hat gar keine Hoffnung mehr, auf Flügel zu bekommen. Glaubst du mir zu helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Danke, das ist so großherzig von dir. Wir werden dir ebenfalls alles darin setzen, unsere Probleme schnell zu lösen, damit wir danach in deine Nostalgie zurückkommen. Ich möchte, dass du meinen Sohn etwas Bestimmtes übergibst. Ich habe eine Mädchen namens Madeline in Verwahrung gegeben. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe. Okay, I'm moving back, Swagalicious. Ja, ich habe hier etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Posttasche! Praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Willst du Inhalt sehen, wähl sie aus. Oh, Melle, du findest im Zimmer oben. Lass die Angelegenheit mit Walu ruhig uns. Komm, du bitte dich um. Komori. Ja, flap, flap, flap. Alles klar, moven wir nach oben und reden wir mit diesen geilen Leuten dort. Also auf geht's. Na, how are you? Tatsächlich, du musst auch sein, ich bin die Maid. Bla 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 bla. Komori, bla 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 bla, I'm giving you that. Du. Brief von Vater. Brief an Komoro. Aha, wenn du ihn herausnehmen willst, wähle die Posttasche an und lege ihn an. Komori, Zimmer befindet sich im unteren Bereich. Nein, die Neune, bitte. Okay. Dann let's move on to Komori. Down here. I guess down there? No? Ah, down there, I guess. Okay, then moving wir straight forward, because we are the best people in the world. Und, wo ist er? Ist er hier? Oh no, I just gone the wrong way. Okay, wir gehen jetzt zu Komori, denn wir sind so geil. Und ich habe leider den Weg verwechselt, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Aber ist egal, denn wir sind immer noch die besten Speedrunner der Welt. Wir moven jetzt hier hin und machen diese fette Tür auf, denn wir sind die strongsten Menschen der Welt. Nein, wir sind der strongste Mensch der Welt, nämlich Link. Link hat echt viele Strapazien hinter sich. Oh, und da ist er, der ängstliche Komoro mit seiner... mit seinem Dragon Ball. Reden wir mal hier. Ja, das ist mein Dragon Ball. Wer bist du denn? Ich gebe meinen Dragon Ball nicht hin. Ah, ich muss ihn zeigen. Ich erinnere mich, ich muss ihm zeigen den Brief. Ich höre. Aber wo ist der Brief? Wait, maybe I can equip Posttasche.
und dann show him. Oh, der Brief. Oh, ein Brief von meinem Vater. Oh mein Gott, Komori, du bist so ein hässliches Kind und willst mir den Dragon Ball nicht abgeben. Oh mein Gott, ich hasse dich. Oh, du liegst so. Was ist denn noch? Ach, das hier ist mein Zu. Wenn ich noch anhalte, dann beruhigt mich das irgendwie. Jedenfalls kann ich alles schon nicht mehr vergessen. Ich habe jetzt voll nicht gelesen, was er wollte und habe jetzt voll keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, bla bla bla. Wenn Großmutter noch leben würde, würde sie bestimmt in der Lage toben. Bla 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 bla. Ah, na na na, bla bla bla. Wer könnte es denn schaffen, Wale zu besänftigen? Warum starrst du so an? Glaubst du ja nicht, dass ich sie dir gebe? Das ist nämlich mein Schatz, kapiert? Okay. Wir wollen den Dragon Ball natürlich haben, damit wir den großen Drachen beschwören können und uns einen Wunsch erfüllen können. So sieht's aus, denn wir sind Son Goku. Move out, bitches! Get out the way! Get out the way! Was ist los? Was stehst du mir im Weg rum? No one. Okay, wir gehen back to Melo Day. Ich weiß gar nicht, ob die wieder da ist. Ich glaube, die triggert irgendwie, dass sie woanders chillt. Ja, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Denn jetzt müssen wir hier hin. Okay, moven wir dorthin. In dem, wo wir eben waren, wo wir falsch gelaufen sind. Aber da gehen wir jetzt einfach hin und schauen mal nach. Ist sie da? Ja, sie ist da. Tatsache. Und selbstverständlicherweise kommen wir da nicht so easy runter. Doch, kommen wir. Bah. Easy measy. Talk to me. Du bist ja tatsächlich gekommen. Bitte verzeih mir doch, so gefällig Ort gewesen zu haben. Früher war hier eine herrliche Teiche. Aus dem Basir heraus entstanden war, aber seit der ehrenwerte Valu außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle. Und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte ernst, ob es Komori schon besser geht. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Walu. Doch wäre sie nicht unter Maid, sondern auch ungültige, mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch, ich guck mal lieber auf die Zeit, anstatt ihr zuzuhören. Lalalala, hab doch genug Zeit. Wäre nicht die Aufgabe besser gewachsen, wäre Komori jetzt besser, bla. Ich habe eine Bitte an dich, ich würde gerne zum Draco-Sanktorium auf den Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine bis zum Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, tragen nicht meine Flügel. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Okay, bitte heb mich hoch. Des Vorsprungs da oben. Du musst aber auf die Windströmung hier Acht geben, denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht zimperlich beim Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen. Okay. Okay, dann werfen wir die alte mal. Easy measy, ich bin der König. No one can strike me. You can't touch me. Move on, get on the right side. Yeah, yeah, yeah. No, that's the wrong side. No, 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 no. Andere Richtung, Mann. Wie kann man denn nur so doof sein? I'm waiting my time here. No, that's the wrong side. Come on. Come on. Okay, jetzt. Fly, fly, fly. You did it, you did it. Dora, you did it. Wow, vielen Dank. Geh jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde den Herrn Walu treffen. Keine Sorge, ich bin zwar noch ein Maid in der Ausbildung, aber ich kann wenig verstehe ich die Sprache des Drachen. Wird schon schief. Und falls mir etwas zuschauen soll, kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als das hier anbieten, aber vielleicht, da weiß ich sicher, irgendwann mal ist nützlich. Natürlich kriegen wir jetzt etwas, womit wir ihr folgen können. A battle. Also machen wir das. Moven wir weiter. Ich habe einen Timer hier, ich weiß, wie spät es ist. Aber hier, kannst den Timer selber anmachen. Damit, und du bleibst jetzt schön hier. Dragon Roost kann ich mich noch voll an das Meister erinnern. Das ist voll gut, aber jetzt haben wir diese Flasche mit Wasser gefüllt, denn es ist so heiß hier, dass wir ein bisschen durstig werden. Nein, natürlich war das Spaß, sondern wir gehen hier hoch, weil wir müssen jetzt voll etwas activaten. Und was wir activaten müssen, ist, was geht mit der Dings ab? Oh mein Gott, er cracks lieber schwieriger als leichter. Egal, wir wollen nämlich diese Bomben hier activaten, indem wir das Water hier drauf kippen. Dadurch denkt sich die Bombe YOLO. Alles klar. Komm her. Ma. Ma. Oh yeah! This was so nice, dude. I'm so overpowered. Und damit geht das Water nach oben. Und mit dem Water, was oben ist, haben wir natürlich andere Richtung. Genau, andersrum, richtig. Haben wir natürlich die beste Zeit, um dort jetzt richtig reinzurocken und sind jetzt im ersten Dungeon.
vollgespuckt von Dry Dungeons. Und in diesen Dry Dungeons mussten wir durchmachen. Und danach gibt es Master Sword Action Reaction. Kriegen wir natürlich zuerst. Ich glaube, unser erstes Team wird nur diesen einen Dungeon schaffen. Und danach haben wir die schon längst sind wir schon längst fertig. Okay, ich kann mir hier jetzt ertrinken, weil das Wasser so tief ist und er natürlich nicht lange schwimmen kann. Ja, aber das sollte uns nicht stören. Ich habe vergessen, was man hier machen muss. Good job. Maybe there? No? Herbie Derby? Oh! I did it! Dora, I did it! Very good! I'm doing the badger fails. Oh my god, this is a waste of time, but wait. I am one of the best speedrunners in the world, so I'll gonna bring us this win. Okay, ich werde jetzt da move und das Ding richtig werfen. Was lachst du? Finally! Oh mein Gott! Oh. Diese Skill-Sachen, oh mein Gott, die kann ich natürlich am besten, aber irgendwie funktioniert alles nur beim zweiten Versuch. Egal, besser alles beim zweiten Versuch zu machen, als ganz viele Versuche zu brauchen. Bei... Oh, das Rogue-Game habe ich ja eher First Try geschafft. Draco sank to the Torium. Okay. I don't want to say it, but... Oh. I understand now. Okay. Yeah. Oh, hard. Nimm ich natürlich. Okay, where we are. Oh my god! Oh, die haben diesmal Feuer! Oh my god, I'm so overpowered. Was willst du? So newbie. No chance. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das hier gebrauchen können, aber wir nehmen. Okay, scheiß drauf. Nein! Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Take this shit. Der Zelda-Klassiker. Kannst du mal die Time watchen? Zelda-Klassiker incoming. Und dort, weil die Tür verschlossen ist, gibt's wahrscheinlich einen Schlüssel. Zelda-Klassiker 2 incoming. Aber die Fackeln anzünden und eine Schatztruhe appeared. Da ist Water drin. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich denke mal nicht. Okay. Ich bin jetzt schon im Dungeon, ne? Oh my god, so good. Drei Minuten, sagst du noch, hab ich? Okay, ich bin verwirrt. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich hin muss. Come on. Drive this. Aber ich kann so viel Vorarbeit leisten, wie geht. Yep! Ich kann das machen, bevor das Feuer kommt. I did it! Dora, you did it! Fuck off! Get out of my way! Ich habe aber ehrlich Angst, dass sie mich in die Lava schmeißen. Und deshalb bin ich Saver, im Gegensatz zu Benjo, der sich dann killen lässt. Solche kleinen Sachen wie Rocks zerstören, die helfen. Ich glaube, das ist nur ein verkackter Kompass. Ich gehe da aber trotzdem mal hin. No, eine Karte. Super. Voll der Time Waste. Ich wette, Diesel macht das auch auf. Eine Minute, sagst du noch? Okay. Oh mein Gott! Warum er nicht gesprungen ist, weiß ich nicht. Aber ich schau mal, ob ich noch irgendwas machen kann, was helfen kann. Bevor das hier vorbei ist. Move on! Move on! Come on! Oh, der Klasse. Oh! Das ist halt ernsthaft ein Klassiker, ne? Ich bin immer da an dem da verkackt.
Komm, ich kann noch irgendwas machen. Ich kann noch irgendwas machen, komm. Das locker ein Schlüssel. Verkackte Scheiße, jetzt komm. Her, gib mir den verkackten Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Ja. Natürlich hast du noch einen verkackten Rubin. Ich hab keine Rubine. Wait. How, das ist die Geschmackswasserflasche. How do I open that? Stopp? Okay. Safe. Speichern. Ja. Wo ist die Geschmackswasserflasche? Goodbye.